Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zum ersten Mal mit meinem schnellsten Pferd, mit meinem Araber Pinto auf der neuen Steve-Rennstrecke. Und wir gucken uns mal an, was sich so verändert hat, auf was man achten muss, wo die Strecke anders ist, wie die Strecke länger geworden ist und so weiter. Als erstes mal so ein bisschen in der Trockenübung. Ihr seht hier diese Strecke und da seht ihr auch, was sich großteils geändert hat, dass man nämlich jetzt einmal hier durch jetzt muss, wo man normalerweise dann eben hier versucht hat, durch diese Koppel zu kommen, versucht man eben dann jetzt hier so drüber zu kommen und kürzt damit erstmal schon mal gewaltig ab. Dann geht die Streckenführung eigentlich recht normal weiter, wie man es eigentlich auch schon gewohnt ist. Genau nämlich an dieser Situation kann hier dann einem Stein vorbei, muss dann hier recht eng rumgehen. Einmal hier durch, dann geht es den Berg nach oben und da am besten, da bin ich noch ganz unsicher, ob man da jetzt springt oder nicht. Man soll am besten wahrscheinlich eben nach unten fallen springen, damit man so einen kleineren Sprungboost mitbekommt. Was auf jeden Fall ein Vorteil an diesen Hindernissen ist, dass die Hindernisse hier recht breit sind. Also man kommt verhältnismäßig gut um die Sache rum. Hier habe ich jetzt gerade selber was übersehen, denn hier geht es um den Stein rum. Hier auch nochmal und hier kann man dann ganz eng, nämlich schon über den Stein rum. Und dann hier lang, hier wieder sehr, sehr eng durch und dann ist man nämlich eigentlich auch schon wieder auf der richtigen Strecke. Aber wir überholen das Ganze nochmal und machen das Ganze jetzt mal so ein bisschen auf Geschwindigkeit, um zu gucken, wie schnell ist man eigentlich auf dieser neuen Strecke so grob. Hier sieht man auch, dass man da eben nicht stürzt, was auch nochmal richtig cool ist. Und jetzt machen wir das Ganze mal so ein bisschen auf Speed. So, da kann man sogar noch ein bisschen mehr enger rum. Und dann hier durch, hier hoch und hier eben, wie gesagt, so im nach unten fallen versuche ich teilweise so nach vorne zu springen. Aber ob das jetzt so praktisch ist, bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Aber das normale Fallen irgendwie fand ich nicht so geeignet für diese Stelle. Und dann wieder hier rüber. Hier durch. Dann sind wir jetzt an der Stelle, wo es jetzt hier gerade rumgeht. Hier rum, einmal hier rüber. Da und es leckt halt gerade irgendwie ziemlich krass und... Einmal da durch, so rum. Dann hier und dann sind wir ja schon quasi auf der alten Route. Will ich jetzt nicht sagen, weil es doch schon noch ein bisschen was anderes. Aber wir sehen auch dann hier eng rum. Wir sehen, dass wir eine 1,20 haben. Und damit sehen wir aber auch ganz klar, dass das Rennen deutlich, deutlich langsamer geworden ist. Wenn wir mal auf heute gehen... bei Steves Rennen. Ach ja, das ist natürlich jetzt ein Problem, weil wir das heute Morgen anscheinend nochmal geritten sind. Und das zählte da anscheinend dazu, weil wir sind jetzt noch gerade nicht mal nach dem Reset geritten. Aber ihr seht jetzt selber generell, dass die Zeit halt deutlich, deutlich, deutlich nach unten ist. Und auch Leute, die halt recht schnell sind. Also so um die 1,20, 1,15 ist jetzt da so eine normale Zeit. Man kann natürlich noch an ein paar Stellen... das Ganze noch ein bisschen schneller machen. Da probiere ich jetzt selber gerade noch mal so ein bisschen rum. Außerdem hatten wir natürlich Hardcore-Lags. Und wow! Ich glaube, wenn man da drauf landet, ist es, glaube ich, sogar eine Möglichkeit, dass man da richtig, richtig beschleunigt. Aber wir gucken mal auch. Was wir definitiv sagen können, ist, ihr seht das hier, dass das erste Hindernis super, super weit weg ist. Und da können wir nämlich das Ganze nutzen, um so zu starten. Und da sind wir ein bisschen zu... weit vorne gestartet. Na. Gucken wir mal, ob wir das nicht vielleicht sogar nochmal hinkriegen, dass wir einen besseren Start hinbekommen. So, genau. So hier. Und dann geht es nämlich in diese Runde. Oh, meine Stimme ist heute noch ein bisschen weg. Ein bisschen lange vorhin schon gestreamt. Und dann gucken wir mal, ob wir da nicht die Zeit noch mal ein bisschen nach
unten toppen. So. Das war sogar jetzt mal richtig gut. Habt ihr gesehen, dass man das Ganze mit dem Schweif berühren kann? Und hier bin ich immer noch unsicher, was wir da an der Stelle machen. Ich glaube, da gibt es noch eine Möglichkeit, wie man da deutlich besser kommt. Aber die wird man, denke ich mal, mit der Zeit erst so ein bisschen rauskristallisiert bekommen. Auf jeden Fall sollte man hier die möglichst immer nur so leicht streifen, die ganzen Hindernisse. Und jetzt kommt nochmal so der Moment, der so ein bisschen interessant ist, dass man hier schön eng rumkommt. Einmal so. Dann hepp. So. Also man kann sagen, leider sind so die Zeiten der eine Minute bei Steve so damit gezählt. Aber ihr seht das selber. Wir haben jetzt hier die 1.18 schon von der Zeit her. Also man kommt da eigentlich um diese Zeit rum raus. Wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal so an, was da so heute so geritten wurde. Und da sehen wir hier, haben wir eine 1.11 teilweise bei manchen Leuten. Kann man nicht sagen, wie gut das Rennen ist, weil man weiß ja nicht, welche Leute das vorher geritten sind oder welche nicht. Aber das wird man dann morgen so ein bisschen rauskristallisiert bekommen. Ich bin gespannt, was ihr da so geritten habt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was euer Highscore so mit dem neuen Rennen von Steve ist. Würde mich wirklich mal interessieren und ich bin auch gespannt, welche Zeit sich da so rauskristallisiert am Ende dann. Das sind so meine ersten Tipps, die ich so nach so ein paar Mal Reiten bisher so gesehen habe. Ich bin gespannt, ob sie euch helfen können. Was sagt ihr so dazu? Und dann sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. To do the best of what we find. If we could see